So, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Folge von Let's Hunt Dirt 2. So, wo sind wir stehen geblieben? Ich weiß es gerade nicht, weil es ist eine Zeit lang her, dass ich gespielt habe. Ihr seht, hat sich die Grafik ja auch ein bisschen verbessert. Das liegt dran, dass ich nämlich gerade eine neue Kiste unterm Arsch stehen habe. Hier ein bisschen abgeht. Was? 20.000 Fans haben wir schon. 20 Millionen Fans haben wir fast schon. Na, ist auch nicht schlecht. Neue Kiste unterm Arsch stehen habe, weil meine alte nämlich sie verabschiedet hatte. Ja, und das müssen wir jetzt gleich mal ausnutzen. Das nehme ich jetzt alles auf mega high. Sollte einen Unterschied wie Tag und Nacht machen. Habe ich eigentlich Kantkleidung an? Das sieht irgendwie alles so kantig aus. Sehr schlimm. Das kann ja kein Mensch ertragen. Grafikoption. Qualität erweitert. Ich hoffe, ich bin jetzt auch nicht zu laut irgendwie. Aber ich würde schnell mal Rennen machen. Und dann würde ich mir gleich mal das Video anschauen, ob ich zu laut bin oder irgendwas. Sag mal, kann man da Kehlkantenkleidung anmachen? Ich habe doch bloß... Hier Modus. Doch bloß hier Multisampling rein. Ja, egal. Wird schon hier und so. Wir werden es überleben. Nee, keine Ahnung. In Ordnung. Wahrscheinlich schon drin. Wenn du zurückgehen und herausfinden möchtest, wie sehr du dich verbessert hast, wirf einen Blick auf die Zeitleiste. Dort kannst du jede bisherige Phase nochmal versuchen. Du gewinnst dadurch keine neuen Fans, aber es ist eine gute Trainingsmöglichkeit. Okay. So. Ach, haben wir da direkt abgebrochen? Ich habe echt keine Ahnung. Ich hoffe auch, Steam hat jetzt das wieder richtig kopiert, weil ich natürlich mein Save-Films nicht gesichert hatte, aber durch die Steam Cloud ist das ja Gott sei Dank auch nicht mehr notwendig. Also, im Notfall hätte ich es ja auf der zweiten Festplatte gehabt, aber habe ich jetzt nicht eingesehen, weil es geht bei Steam alles so sacke schnell, dass es sich nicht rentiert, da großartig rumzumachen. So. Dann machen wir jetzt einfach mal so Fahrzeug-Challenge, würde ich sagen. Ich glaube schon, dass wir da abgebrochen haben. Und uns gewundert haben, dass sie immer noch gehängt haben. Hongkong hat eine hohe Kurvendichte. Achte also auf die ständigen Gewichtsverlagerungen des Autos. Letztes Mal hast du dich in Sektor 1 schwer getan. Das muss besser werden. Aha. Guck das. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn das Spiel flüssig läuft. Weiß ich nicht mehr, wie ich das ertragen habe mit der alten Kiste. Geil. Einfach nur geil. Mal zocken, wieder richtig Spaß, wenn es der alte nicht verkackt. Das habe ich natürlich seit einer Zeit lang auch nicht mehr gezockt. Ja, gezockt schon, aber ich habe Diablo 2 auf meiner Ersatzkisten gespielt. Natürlich kartiert. Weil da hätte ich zwar machen können, aber da hätten wir ungefähr auf Mittel zocken dürfen wahrscheinlich. Damit es einigermaßen noch was ausgesehen hätte. Gut, ich hätte mal Grafikkarten übertun können von der alten. Weil da ist, glaube ich, so viel ich weiß, bloß das Mainboard durch. Aber ist egal. Man hat schon gesagt, jetzt muss ich hosten. Also wenn sie das jetzt umdreht... In unseren Multikulti-Lan-Operation wisst ihr Bescheid. Der ist hostet. Nämlich die Sounddinger sind jetzt auch weg, kann das sein? Diese Soundstörungen, Probleme, whatever. Ich hasse diese Karre. Ist echt anstrengend. Rückwärts. Komisch, warum habe ich die Kurve gerade so blöd genommen? Ich glaube, du kannst mit dem Auto nicht wirklich driften. Und schon gar nicht bremsen in der Kurve. Ich glaube, ganz schlechte Idee. Aber nur bei dem Auto. Gott, die Grafik ist einfach nur göttlich. Ich muss gleich mal mein Screenshot-Ding
Ach scheiße, ich habe noch nicht eingestellt, dass das alle x Minuten auf Sekunden aufnimmt. Ach, immer diese Einstellerei. Weil der Freund ist gestern Abend, guck mal, und muss natürlich früh arbeiten. Deswegen bin ich dann gestern bloß dazu, guck mal, die Kiste grob einzurichten. Und mehr habe ich gestern mit der göttlichen Maschine einfach nur gemacht. Ach, wenn ich nur Schweinegeld verdienen würde, ich würde mir jede Woche eine neue Kiste holen, ohne Scheiß. Ach, da ist wieder eine neue Grafikkarte raus. Her mit. Es wird Zeit, dass ich YouTube-Millionär werde. Das kann man auch nur werden, wenn man Werbung auf seine Videos schaltet. Nicht wie ich. Bin nämlich nicht Kommerz. Möchte ich hier an der Stelle klarstellen. Bin kein Kommerz. Habe ich es geschafft? Ja. Super, das Auto gehört uns. Promo-Events bieten Fahrern immer etwas Neues. Wenn du eine Herausforderung suchst, probier es aus. Was willst du die Fahrzeug-Challenges? Und jetzt gerade. Ne, es passt zwar noch. Naja. Wahrscheinlich ist es einfach bei mir gestreckt. Macht aber nichts. Alles nur für euch. So, jetzt gucken wir mal schnell die Aufnahme an, ob das jetzt alles so passt. Ansonsten habe ich ein klitzekleines Problemchen. Ja, beziehungsweise nicht. Dann kriegt ihr die so und dann passt die nächste Aufnahme, passe ich dann nichts wieder. Und dann bis gleich. So, willkommen zurück. Ja, von Lautstellen und so passt alles. Einen Fehler habe ich natürlich gemacht. Ich habe von Dirt 2 geredet. Das ist natürlich totaler Quatsch. Wir spielen natürlich Crit 2. So, bin ich jetzt richtig rum? Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Sonst kriege ich Schellen. Sonst eine globale Ohrfeige für mich. Ich hoffe, Codemasters nimmt mir das Thema nicht allzu übel. Ist ja beides von ihm. Wenn du herausfinden möchtest, wie sehr du dich verbessert hast, wirf einen Blick auf die Zeitleiste. Dort kannst du jede bisherige Phase nochmal versuchen. Du gewinnst dadurch keine neuen Fans, aber es ist eine gute Trainingsmöglichkeit. Sagt, oder wenn wer von euch Crit 2 mag, wird auch mit Dirt seine Freude haben. Also, wenn ihr das nicht kennt, auf jeden Fall anschauen. Wir spielen jetzt auf jeden Fall Crit 2. So, nächste Fahrzeug-Challenge. Ich habe gedacht, wir haben zwei. Das sieht mir aber nicht wie zwei aus. Naja, egal. Ab dafür. Das sah mir jetzt irgendwie nicht wie zwei aus. So, warum habe ich gerade bloß... Gut, hat sich erledigt. Wollte mich gerade beschweren, dass ich 30 FPS habe. Hast du kaum Zeit zu blinzeln. Die Strecke ist schnell, eng und voller Gefahren. Sei wachsam. Das kann aber natürlich immer noch in der Aufnahme auch liegen, was ich hier gleichzeitig mache. Obwohl natürlich jetzt meine Festplatte, wo ich die ganze Zeit, das kann eigentlich nicht sein, weil meine Festplatte, die ich die ganze Zeit aufgenommen habe, die ist nämlich jetzt über USB 3.0 angebunden, statt USB 2.0. Ja, so alt war ich. Mein Rechner war noch aus dem letzten Jahrzehnt. Ja, Jahrhundert nicht, aber Jahrzehnt. Da waren es noch fast nur Nuller. Dem Jahr, wo ich den gekauft hatte. Die letzte Zahl konnte man auch fast aus Null bezeichnen. Weil es war nämlich die 8. So, jetzt wisst ihr es. 5 Jahre alten Rechner habe ich die ganze Zeit gezockt. Ging aber für sein Alter recht gut.
War eigentlich zu seiner Zeit auch so eine Megakiste wie der Freund hier, der jetzt da steht. Ich will jetzt nicht allzu viel verraten, weil es endet nur da. Ich habe viel schnellere, ist mir klar. Es ist eine obere Mittelklasse, sagen wir es mal so. Also nicht kein so Auto, aber quasi die anderen Rennwagen, die wir so in Mitte des Spiels gefahren haben, wenn man das jetzt mit C und fahrzeugmäßig vergleichen will, da kann der jetzt auf jeden Fall mithalten. Ich hatte es letztens mit einem Arbeitskollegen drüber, wo wir gesagt haben, früher, da hat man sich ungefähr alle... Jetzt hör doch endlich mal auf. Ich muss mich eigentlich konzentrieren, aber ich will labern. Jetzt, wenn ich gerade mal wieder Laber-Ding hab, dann laber ich auch. Pech gehabt. Dann werde ich nur Scheiße zusammenfahren. Hab's letztens drüber gehabt, wie wahnsinnig lang PCs heutzutage halten. Also nicht von der Haltedauer, da möchte ich... Also ich hab alte Rechner rumstehen, die waren 100 mal älter wie der. Also davon rede ich nicht, aber von dieser, bis der PC veraltet ist, da hat man viel höhere Wertigkeit, Halbwertigkeitszeit wie früher, so gefühlsmäßig. Weil die Grafikkarten machen irgendwie keine großartigen Sprünge mehr. Die CPUs genauso wenig. Weil, wisst ihr, ob wir einfach an der Leistungsgrenze langsam ankommen sind nach oben? Das habe ich auch mal gehört, aber das habe ich schon gehört. Da gab es noch keine Quad-Cores, da habe ich das schon gehört. Und dann hat man ja gedacht, naja, wenn wir mit unseren CPUs an der Leistungsgrenze dran sind, dann packen wir einfach zweimal Doppel-Cores rein, dann gab es erst die Dual-Core. Dann haben wir gesagt, okay, naja, dann packt man Quad-Cores rein. Da waren wir damals schon an der Leistungsgrenze. Und dann sind, das Schlimme ist, wenn die Scheiß-CPUs immer an der Leistungsgrenze sind, dann kommen neuere CPUs mit mehr Cores, die aber von der Taktrate wieder langsamer sind. Das heißt, das war dann zur Zeit, ich habe den PC auch ziemlich gekauft, da waren die Quad-Cores ganz neu, da gab es die noch nicht lang, auf den anderen, den nicht, Quad-Cores gibt es ja jetzt schon 200, aber den alten, da gab es Quad-Cores noch nicht lang, und da waren die meisten Spiele auf Quad-Cores optimiert, das heißt, du hattest einen Core und dieser eine, oder meistens auch noch nicht auf Dual-Core, wo ich das nicht verstanden habe, aber es lag wahrscheinlich dran, weil ja die Spieleentwicklung ja immer ein, zwei Jahre hinterher ist, weil ja ein Spiel meistens vor ein, zwei Jahren angefangen wird, dann steht ja meistens die Engine als allererstes, und wenn sie dann der nicht noch zum Ende der Entwicklungsphase Updates spendieren, dann ist die meistens einfach veraltet für die aktuellen PCs. Außer sie haben da irgendwelche Spritzen, dass die aktuellen CPUs das Spiel noch gar nicht schaffen können. Nein, theoretisch gibt es ja auch oftmals. Das haben wir gerade so geschafft, oder? Nee. Doch zu viel gelabert. Das hat leider nicht gereicht, um das Auto zu behalten. Das probieren wir jetzt aber nochmal. Mal wegen Druckdruck. Alter, scheiß kurvenreiche Strecke. Ja, was soll ich sagen? Ja. Weil die Spiele meistens hinterher hängen und dann, wenn die nicht nochmal nachoptimiert werden, dann waren die halt damals alle für Quad-Core optimiert. Und dann hattest du ein Quad-Core. Ich habe mir extra einen schnellen Übertakter gekauft, die gab es damals maximal so... ich glaube 2.8. 2.8 war, glaube ich, das Maximum, was damals so ein CPU gab. Und da habe ich mir schon einen Übertakteten gekauft, der den Q6600, der sagt wahrscheinlich am meisten was, weil es ist eine recht beliebte CPU gewesen. Und den habe ich, der hatte standardmäßige Taktrate von 2.6. Hoffe ich, verhau mich da jetzt nicht. Und den hatte ich übertaktet auf 2.9. Um einfach, nur durch das Übertakten bin ich überhaupt ja nicht mal annäherndsweise an meinem alten CPU rankomme, die aber natürlich nur. Oder war ich genauso schnell wie die CPU davor? Ich glaube, ich war genauso schnell wie die CPU davor. Allerdings hatte ich statt einem Core 4 Cores. Das hat man natürlich am Anfang nicht weiter gemerkt. Da war es meistens noch langsamer, wenn die Programme nicht auf diese Quad-Core-Technik ausgelegt waren.
Und naja, dann hatte ich, was CPU-Leistung angeht, langsam. Wie sind wir jetzt auf das Thema gekommen? Ach, weil wir an der Leistungsgrenze angelangt sind, ja. Das Gefühl habe ich jetzt momentan einfach, weil, dass wir da irgendwo an der Leistungsgrenze angelangt sind. Okay, jetzt hat sich der Auspuff verabschiedet. Das kostet dich eine Menge Leistung. Ja. Schleppt dich irgendwie ins Ziel. Ja, ich konnte jetzt mit diesen, 5 Jahre alten Rechner aktuelle Spiele auf hochspielen. Jetzt kein Crysis 3 vielleicht nicht. Beziehungsweise habe ich das nicht gespielt, deswegen kann ich das nicht sagen, aber die Spiele, die ich spielen wollte, die konnte ich auf High spielen und hat meine 30 FPS, das was vollkommen ausreichend ist, damit man spielt. Meistens sagen natürlich, um wirklich ein 100% flüssiges Spielerlebnis zu haben, braucht man mindestens 60. Stimme ich zu. Ich merke auch, wenn ich weniger habe, ich merke es jetzt deutlich, jetzt überhaupt bei Rennspielen ist das immer Unterschied wie Tag und Nacht. Was da weniger FPS ausmachen. Ja, ich kotze gleich, echt nur Scheiß. Was war denn das jetzt gerade? Egal. Aber ich drauf geblieben bin. Dann nochmal ein Stück reingedrückt habe beim zweiten Mal. Ja. Will ich natürlich zu viel durch das wir gescheitert sind. Ich konzentriere mich jetzt einfach ein bisschen. Ja. Ich konzentriere mich ein bisschen und ich habe verkackt. Na toll. Neu starten. Nochmal das Ganze. Oh Mann. Oder wir lassen es einfach bleiben. Das heutige Rennen sollte kein Problem sein. Du bist hier schon öfter weiter vorne gelandet. Ja, aber nicht gegen die Uhr. Dein Auto ist inzwischen schwer beschädigt. Lass es etwas ruhiger angehen. Der Scheißdinger auch immer gleich so ausbrechen muss. Und jetzt sei. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, diese Kackhaare. Dass die auch echt gleich so extremst ausbricht, wenn man einlenkt. Hat noch eine Zeit. Also wenn die Karre im echten Leben auch so ausbricht, würde ich sie sofort zum Hersteller zurückschicken. Das kann ja nicht sein. Dass eine Karre so ausbrechen muss. Ah, super. Das ist, die Karre ist aber echt so scheiße empfindlich, das gibt's gar nicht. Oder hat sich irgendwie mein Schwierigkeitsgrad geändert? Sei, oder? Ja. Ja. Mann, oh mein echt. Und dann sind halt auch noch so Schwellen, die immer so Stüpfe mitgeben. Müssen die immer gleich so Stüpfe mitgeben, sich's dreht. Weil wir nicht entlang schleiden. Das habe ich kommen sehen. Also den fängst du auch nicht. Wenn der mal slidet, den fängst du nicht. Diese Karre kannst du nicht fangen.
Oh, scheiße. Meine Dinger sind schon wieder aus. Rückspule-Events. Na, gucken wir mal. Oh. Ah, Manometer. Regeln. Oder ist das Regeln? Ich wollte eigentlich... Puh, Schwierigkeit da, haben wir es. Amateur. Das kann doch nicht sein. Schaden ist nur optisch. Das kann doch echt nicht sein. Mal starten. Das gibt's echt nicht. Es gibt's einfach nicht. Es gibt's einfach nicht. Jetzt sag mal, wenn meine Karre so ausbrechen würde, sofort zum Hersteller zurück. Und da würde ein Brief, was die Scheiße soll, um zu blödes Auto zu bauen. Das Ding hat ja mal übelst beschissenes Handling, das gibt's gar nicht. Sowas schimpft sich Rennwagen. Schiffsschaukel ist der richtige Ausdruck. Schiffsschaukel. Ich fahre mit einer Schiffsschaukel. Oh Mann. Wie viele habe ich denn jetzt noch? Langsam keine Rückspuldinger mehr. Ja, ich habe jetzt schon keine mehr. Aber entweder komme ich jetzt da irgendwie durch oder wir haben Pech gehabt. Dann gebe ich es langsam auf. Kann ich denen auch nicht helfen, wenn sie mir so Schiffsschaukeln hinstellen. Wenn ich mein Spiel beendet hätte, hätte ich auch mal Fraps umstellen können, ich hält. Wenn ich Screenshots endlich aufgenommen krieg. Ja. Ja. Okay. Ich hoffe, dass das nicht... Was haben wir denn? 237. Und dann, dass das jetzt nicht so mega viel an unserer Zeit gemacht hat. Wahrscheinlich schon. Oh, wir können es schaffen. Wir könnten es schaffen. Gerade so. Ja, gerade so nett, aber. Na gut, Gott sei Dank. Super, das Auto gehört uns.
Auf der anderen Seite, weil ich sage, ich konnte sie auf High spielen. Auf der anderen Seite, es war schon gut, dass ich auf High spielen konnte, aber ich wollte mir eher einen neuen PC holen. Langsam. Was sicher. Und dann, das war jetzt so noch so ich Überlegung nicht, von... Dass du jede Einladung annimmst. Ich schicke die meisten einfach zurück. Aber bei einer Fahrzeug-Challenge hast du wirklich nichts zu verlieren. Ja. Aber das wäre auch bloß eine Sache von ein, zwei Monaten gewesen, die ich noch abwarten wollte, bis einfach hier Rest erledigt ist. Weil ich mir auch noch nicht sicher war, was ich mit der alten mache. Weil ich die so als wegen Media-PC ummodeln wollte. Und da hatte ich bei unten keinen Platz, wo ich die hinstellen konnte. Und dann hat sie mir die Entscheidung abgenommen. Hä? Glaub, weil das Netzteil, wo drin war, war eigentlich recht frisch noch. Ja gut, das hatte wahrscheinlich jetzt auch schon wieder seine... seit 2 Jahren auf dem Buckel. Garantie wahrscheinlich gerade so abgelaufen. Stadtrundfahrt durch Paris. Zeig ihnen, wie man's macht. Und das ist mir komischerweise vorher schon verreckt. Beim Driften holst du das Maximum aus diesem Auto. Lenk ein, gib Gas und halt den Drift, solange es geht. Das Auto gefällt mir schon eher. Schon eher mein Geschmack. Zack und voll gegen die Mauer. Schon eher mein Geschmack. Puff. Ja. Ja, das war ein alter Schwede. Das hat geknallt. Leck mich doch am Arsch, hat es geknallt. Ich darf vielleicht mit Driften was bei der Karre.